wieder. Mhm. Hauptsache sein Geld. Mein Geld ist mir dann scheißegal. Mhm. Schnell Lotto spielen. Ja. Ja, das wäre schön. Marcel, halt mal eben inne. Ich möchte das Fernsehpublikum begrüßen. Die haben sich zugeschaltet. Mhm. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen. Und ich unterhalte mich gerade mit Marcel, der ist 23 Jahre alt und hat durch Aktien 12.000 Mark verloren. Das ist eine sehr traurige Sache, aber das besonders Traurige daran ist, dass 8.000 Mark ihm gar nicht gehört haben, sondern er hat zusammen mit einem Freund eine Urlaubskasse verwaltet. Die beiden Jungs wollten dieses Jahr in Urlaub fahren und die 8.000 Mark gehören seinem Freund. Und dieses Geld ist jetzt auch weg. Und wir reden gerade darüber, wie er jetzt weiter vorgehen soll, was er machen soll. Und es gibt im Prinzip, habe ich ihm gerade gesagt, nur die einzige Möglichkeit, so schnell wie möglich seinem Freund da klaren Wein einzuschenken. Morgen früh, Marcel. Ja, hast du jetzt keinen Rat für mich oder so? Das ist mein Rat. Also wer experimentierfreudig ist und mit Aktien jonglieren will, der muss auch mutig sein und der Wahrheit ins Gesicht schauen und dem Freund die Wahrheit sagen. Marcel. Ja. Ja. Ne? Also es gibt nichts, keinen anderen Rat. Toi, toi, toi. Alles klar. Morgen früh. Okay. Morgen Mittag. Oder vielleicht jetzt noch. Ruf ihn an. Ja. Vielleicht hat er ja zugehört. Versuch. Alles Gute. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Und viel Glück demnächst. Ja, danke. Bastian, 18 Jahre. Ja. Guten okay. Morgen. Ja, guten Morgen. Bist du auch ein Aktienhändler? Nein, auf keinen Fall. Nein. Habe ich zwar schon mal überlegt, aber ich habe noch nicht das Geld dafür. Ja. Okay, mein Thema. Ja. Ist Altersunterschied, Missbrauch und ja, alles, was da noch mit reinspielen wird. Das ist ein bisschen verzwickt. Alles. Du sagst es uns jetzt konkret auch, ne? Ja. Um was geht's? Also, ich habe vor einem halben Jahr oder Anfang letzten Sommers auf einer Ferienfahrt, auf der Rückfahrt im Bus, mhm. ein Mädchen kennengelernt. Mhm. Ich da schon 17, mhm. sie noch immer 13. Mhm. Und das war Rückfahrt, wir hatten zig Stunden da im Bus, weil irgendwie war da ein Tankerunglück vor uns und Stau und alles. Und naja, auf jeden Fall wollten wir dann auch unser Kinder, also uns mal treffen und so, telefonieren, mhm. Briefe, alles mögliche eben. Mhm. Ja, da habe ich probiert, bei ihr anzurufen, ein paar Tage später. Ja, Eltern da, sie nicht da gewesen und so. Naja, okay, ein paar Tage später flattert Brief ins Haus, ja, verpiss dich, ich will nichts von dir. Hab eh meine Pferde. Hat mich zwar gewundert, aber... Ich hab eh meine Pferde. Ja, eben, so nach dem Motto. Okay, ich zwar ein bisschen bedrückt, aber... Honey und Nanny. Ja, und ja, dann habe ich mir da... Ich habe viele Gedanken drum gemacht, aber mich nicht weiter drum gekümmert, mhm. kann ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt, 14. Februar, Valentinstag. Mhm. Brief flattert zu mir ins Haus. Ja, ich wollte eigentlich noch warten bis zu seinem Geburtstag, aber das habe ich doch nicht gemacht, weil sie wollte nicht so lange warten. Mhm. Und sie hat sich dann im Brief entschuldigt für diesen Brief und so. Mhm. Sie wurde zu mehr oder weniger dazu gedrängt. Das von wem erzähle ich später. Mhm. Erzähl es jetzt noch, hast du es vergessen. Von den Eltern? Muss ich vielleicht noch erzählen, das kommt gleich noch im Anschluss. Na okay, das gehört dann zusammen. Ja, okay, dann habe ich ihr Brief zurückgeschrieben, ja, lass mal treffen und so, in der Art. Ja, dann haben wir uns am 18.02. getroffen, mhm. in einem Ort bei ihr in der Nähe, mhm. und bei mir in der Nähe, so ungefähr dazwischen. Und ja, waren dann, saßen da stundenlang so an der Post rum und so, haben uns sehr gut unterhalten, war eigentlich sofort gefunkt, mhm. mit dem Ende, dass wir dann zusammen waren. Mhm. Sie ja. ist mittlerweile 18 Jahre, 14 Jahre? Nein. Sie ist immer noch 13? Ja, Mai. Im Mai wird sie 14. Genau. Mhm. Deswegen, wegen diesem Altersunterschied wird, ach, wenn man das so hört, das ist ja hirnrissig eigentlich so. Mhm. Aber wir wollen das wirklich durchziehen und hatten wirklich niemandem was davon gesagt erstmal. Mhm. Vielleicht ich meinen Freunden und so, mhm. aber sonst nicht. Ja, dann habe ich so erfahren, dass sie da so bei so einem Kerl immer reitet, bei einem Bekannten von ihr wohl, 42 Jahre alt, Peter heißt er. Mhm. Ja, und dass der wohl weiter abgelegen noch einen zweiten Pferdestall hat, der so über den Winter immer stillgelegt ist, mit Wiese dran und so. Mhm. Und da konnten wir uns dann problemlos treffen. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Sie öfters gefehlt bei dem Kerl, er sich aufgeregt. Ja, und der wusste aber nicht, dass ihr da wart. Nein, wusste er nicht. Mhm. Sie hat immer gefehlt, irgendwelche Ausreden gehabt, bei Einkaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, und dann ist er irgendwann mal da aufgetaucht, als wir da waren. Mhm. Nein, stopp, scheiße. Das war jetzt zu früh. Das wollte ich noch gar nicht erzählen. Mach's nicht zu ausführlich, Bastian. Ja, okay. Ich will das gesamte... Jetzt ist wichtig. Ja. Denn sie hatte mir davon erzählt anfangs, so mal so ganz nebenbei eigentlich, dass sie Akte beim Jugendamt hat, von wegen, dass die Eltern von Peter sie angezeigt haben. Mhm. Sie und ihn, oder mehr ihn. Weil die haben die beiden beim Duschen erwischt, zusammen. Mhm. Und ja, die haben wohl so eine große Dusche gehabt, weil Peter hat eine Tochter von 7 Jahren, aber die ist behindert und so. Und deswegen haben die das Haus so ziemlich groß aufgebaut, mhm. dafür. Also die beiden hatten schon was miteinander?
Ja, irgendwie lief da was. Mhm. Dann wohl. So, aber und jetzt, wir raffen es jetzt mal, sonst kommen wir nicht mit der Zeit zu Potte, Bastian. Ja. Der Stand der Dinge ist jetzt, dass du natürlich zu Recht auch Angst hast und Bedenken. Sie ist ja, erst 13 Jahre alt. Das hat sie mir alles erzählt noch. Ja. Und ein paar Tage später hat sie mir erzählt, was da alles wirklich lief. Ja. Denn es ist dann wohl so gewesen auch, dass er mehr von ihr will eigentlich. Mhm. Und dass sie ihn dann anfassen soll, er sie anfasst und sowas. Mhm. Aber sie kann das voll nicht ab eigentlich. Nur sie kommt schwer von ihm los. Zum einen, weil da sind die Pferde, zu denen sie unbedingt hin will. Mhm. Aber auch gleichzeitig, weil er sie so ein bisschen unter Druck setzt. Mhm. Reden wir jetzt über das Problem deine Freundin Peter oder reden wir über das Problem du und deine Freundin? Beides, weil ich nicht weiß, wie ich mich darüber verhalten soll. Mhm. Bist du dir denn sicher in deinem Verhalten, was das Mädel angeht? Ja, ich denke doch. Mhm. Natürlich auch, es ist dir klar. Ja, ich würde mich an der Stelle sehr zurückhalten. Aber die Eltern wissen mittlerweile von mir. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Dennoch würde ich mich ein bisschen zurücknehmen, bis sie 14 Jahre alt ist. Und dann sieht die Lage auch schon ein bisschen entspannter aus für dich. Ja, nur ich will jetzt versuchen, dass sie von dem Kerl wegkommt. Denn der versucht sie jetzt immer weiter unter Druck zu setzen wegen mir, obwohl die Eltern nichts dagegen haben. Ja, wie kann er das denn da machen, wenn die Eltern nichts dagegen haben? Ja, das ist es eben. Weil die kennen sich seit 2,5 Jahren, sie war mit ihm im Urlaub und sowas. Und da ist irgendwie so eine Beziehung jetzt da, wo er sich als Vater da vorstellt. Was? Versucht sie unter Druck zu setzen. Und was? Stellt er sich vor? Wie bitte? Ich verstehe, als was stellt er sich vor? Als Vater so. Als Vater. Vaterrolle und sowas. Mhm. Erziehungsberechtigter glaubt er. Verstehe ich nicht. Also wenn die Sachlage so ist, dass die Eltern von dem Mädchen Bescheid wissen, dass ihr beide zusammen seid und die nichts dagegen haben, ist das ja schon mal für euch die beste Grundlage schlechthin. Eben. Dann ist mir nicht klar, inwiefern dieser Mann deiner Freundin in irgendeiner Weise Druck ausüben kann. Ja. Verstehe ich nicht. Ganz einfach. 13-jähriges Mädchen steht vorm 42-Jährigen alleine und naja, das ist dann... Wie naja? Ja, ich hätte mich da nicht anders verhalten. Wenn er dann sagt, ja komm, mach mit dem Kerl Schluss und ich bin sowieso dein Vater, ich habe dir sowieso alles zu sagen, also... Dann musst du deine Freundin unterstützen und ihr Mut machen und das gemeinsam vielleicht auch mit den Eltern. Warum spricht sie mit ihren Eltern nicht darüber, dass sie von diesem Mann bedrängt wird? Tja, keine Ahnung, wie die reagieren würden. Angst davor, über sowas zu reden, das ist ja auch immer schon ein Problem. Aber das ist doch wichtig, Bastian, dass ihr letztendlich, ihr und sie hat doch alle Rechte dieser Welt auf ihrer Seite. Ja, eben. Und insofern würde ich an der Stelle ihr auf jeden Fall gut beistehen. Auf jeden Fall. Er hat mich heute Abend übrigens angerufen. Deswegen rufe ich ausgerechnet heute an. Ja, und auch gemeinsam mit dem Mädchen überlegen, die Eltern mit einzubeziehen. Dann seid ihr völlig aus dem Schneider raus. Und das wird ihr, wenn ihr das vielleicht am Anfang auch ein bisschen peinlich ist, wird ihr aber den Rückhalt und die Kraft geben, da was zu unternehmen. Das versuche ich immer so rüberzubringen. Aber irgendwie, sie hat da echt noch ein bisschen Angst vor. Bastian, ich glaube, also wir reden jetzt schon eine ganze Weile. Mhm. Ich glaube, dass das die allerbeste Lösung ist, wie ich es gerade gesagt habe. Versuch mal in der Richtung zu agieren, aktiv zu sein, noch weiter aktiv zu sein. Alles klar, ich werde versuchen. Okay, alles Gute, schönen Gruß. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Uwe, 28. Hallo? Ja, Uwe, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hi. Ja, ich wollte mal was Erfreuliches mal mit dir reden oder was sagen, sprechen. Ja, gerne, bitte. Ich war gestern bei Piep gewesen, im Fernsehen. Wo warst du gewesen? Bei Piep im Fernsehen, auf dem Video, zum Schluss, also diese eine Minute Strip-Video. Du warst es. Ich hab's leider nicht gesehen. Ich guck mir das manchmal. Morgen wiederholt. Wann? Um wie viel Uhr? 23.35 Uhr wird's wiederholt bei Piep. Dann muss ich hier alle Fernseher einschalten. Ja, zum Beispiel. Du hast Strip gemacht bei Piep. Ja, richtig. Das ist ja schräg. Ja, und das finde ich total toll, weil nicht nur durch dieses Video habe ich auch meine Lebenspartnerin gefunden seitdem. Wie? Wenn das ist gestern ausgestrahlt. Als ich das Video gedreht habe, ja? War sie mit Zuschauer gewesen, privat in der Wohnung. Aha. Und dann hat sie richtig voll gefunkt. Und seitdem sind wir auch zusammen, seit Oktober letzten Jahres. Und seit 2 Monaten wohnen wir auch schon zusammen. Und heute haben wir unsere Verlobungsringe im Boden verlegt. Was, im Boden verlegt? Ja, Laminatboden. Haben wir anstatt für Verlobungsringe das Geld, haben wir lieber Laminatboden. Ach so, ich verstehe. Ja, das ist natürlich eine solide, pragmatische Überlegung. Ja, zum Beispiel. Wie kam es denn dazu überhaupt, dass da Zuschauer waren, als du dein Privatvideo, den Strip, gedreht hast? Ich habe einen Fotografen mal kennengelernt letztes Jahr und er wollte unbedingt Fotos von mir machen, weil er auch mitgekriegt hat, dass ich auch Stripper bin, also Striptease getanzt habe. Und er wollte unbedingt Aufnahmen machen. Und da haben dann auch natürlich die Fotos gemacht und sie war auch mit dabei gewesen, habe ich auch nicht locker gelassen, weil ich kannte sie auch schon seit einem Jahr ungefähr. Und da hast du sie einfach...
Dann hast du sie einfach eingeladen, dazuzukommen, oder wie? Ja, ich habe mich locker gelassen, weil auf Fotos machen, weil es ging einfach mehr um Kunstaufnahmen. Mhm, ja. Und dann haben wir dann hinter abends das Video dann gedreht und hat sie dabei zugeguckt. Mhm. Und dann waren wir hinterher noch abends, weil das war in einer anderen Stadt gewesen. Mhm. Und der Fotograf hat uns auch das Doppelzimmer bezahlt. Und seitdem sind wir dann auch zusammen. Wieso hat der Fotograf euch das Doppelzimmer bezahlt? Ja, wegen Fotoaufnahmen, so künstlerisch. Ach so, ja. Wie denn? Hat das denn gleich an dem gleichen Abend noch gefunkt? Ja, danach, kurz danach. Das ist ja schön. Du bist aber nicht vom Berufsstripper. Nee, ich habe das früher so immer nebenbei gemacht, um ein bisschen Geld noch zu verdienen, weil früher, weiß ich nicht, arbeitslos gewesen, jetzt fahre ich momentan LKW und ist auch solide und ist auch in Ordnung. Und wo hast du immer gestrippt früher? So in Diskotheken überall, selbst irgendwie vor großem Publikum und auch auf Rollerblade zum Beispiel. Auf Rollerblades? Ja, das war, es ist einmalig irgendwie. Es gab nirgendwo auf Rollerblade so 500 Meter lange Straße, bei so Straßenfesten dann auf Rollerblade zu strippen. Manchmal bin ich ja enttäuscht bei diesen Strip-Einlagen, die man da in dieser Sendung sieht, dass man eben letztendlich zum Schluss denn doch nicht alles sieht. Wie ist das denn bei dir, wenn wir uns das morgen angucken? Also ich weiß es auch nicht. Mich hat gestern Abend da meine Schwester angerufen, um 12:30. Und die sagte mir, von meinem Schwager, die Cousine hat angerufen und ich wäre im Fernsehen gewesen, weil wir haben gestern mal nicht Piep geguckt. Ja. Und dann haben sie es dann gezeigt, komischerweise. Ja, hast du denn auf deinem Video? Das war dann auch ein Zusammenschnitt gewesen von so einer halben Stunde. Was war ja ein halbe Stunde Strip-Video gewesen. Wie endete denn diese halbe Stunde auf deinem Video? Ganz nackt? Das waren mehrere Abschnitte gewesen. Das haben wir mehrmals hintereinander gemacht. Zeigst du denn, als du früher in den Diskotheken aufgetreten bist, zeigst du dein bestes Stück da? Nee, habe ich nie gemacht. Das hast du nie gemacht. Also eine kleine. Zum Beispiel in schwulen Läden, da hast du dann natürlich einen Aufpreis gegeben. Mhm. Dann hat man auch dann ein bisschen mehr gezeigt. Ah ja. War aber auch das bessere Publikum. Weil die haben nur immer auf den Hintern geguckt, waren glücklich, haben gut Trinkgeld gegeben, war besser als ein Frauenpublikum gewesen. Ist das so? Ja. Ja. Was hast du denn für einen so einen Auftritt dann beispielsweise in der schwulen Szene bekommen? Knapp ein Tausender dann. Nicht schlecht, ne? Ja, und normal war immer so 300 Mark für 10 bis 15 Minuten Auftritt. Also, Jungs, ihr solltet euch überlegen, mal ein bisschen nebenher zu strippen. Ne? Leicht verdientes Geld. Ja, es macht auch Spaß. Ich gehe aber davon aus, dass du dann auch den entsprechenden Buddy hast dafür, ne? Ja. Gut trainiert. Und nachgelassen habe ich jetzt seitdem, weil ich brauche mich ja nicht mal vor fremden Frauen auszuziehen. Jetzt habe ich eine Frau. Gut trainiert, knackiger Arsch, alles dran. Richtig. Ne, alles dran. Und man muss sich auch gut bewegen können, passend zu der entsprechenden Musik dann, ne? Ja. Ja. Also, das ist eine schöne Geschichte. Ja, du hast dein sehr lustig, weil ein gutes Happy End dabei. Ja, wunderbar. Du hast deinen Exhibitionismus befriedigt und hast auch noch eine Frau dabei gefunden. Ne? Ja, die richtige. Und wirst auch noch ein Fernsehstar. Also, was willst du mehr? Ja, und eine Frau fürs Leben. Na toll. Und jetzt ist auch der Verlobungsring im Laminatboden. Ja. Und wir sind die alle gespannt. Die Ringe gehen demnächst in die Decke. Und wir sind gespannt morgen auf die Sendung. Ja, zum Beispiel. Uwe. Ich glaube, es ist 12:55, wird das spätestens gesendet dann. Ja, wenn es später gesendet wird, wird das nicht geguckt. Nein, also 23:35 fängt Piep an und um 0:30 müsste dann das Video kommen. Danke für den Anruf, alles Gute. Okay, Domia, mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über was auch immer, Telefonnummer 0130 2911, Faxnummer 0130 11 5122 oder wenn ihr mailen wollt, unter 1live@wdr.de. Nächst die Anruferin, das ist die Andrea und die ist 21 Jahre alt. Hallo. Andrea, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Also mein Problem ist, dass ich meine beste Freundin, also ich würde mal sagen, dass ich denke, dass sie lesbisch ist. Mhm. Weil. Seit wann hast du den Verdacht? Den Verdacht habe ich erst seit einem Jahr. Mhm. Und befreundet bin ich seit ihrem seit 2-3 Jahren. Mhm. Und ich habe den Verdacht bekommen, weil irgendwann hat sie halt angefangen, irgendwie sich an mich ranzumachen. Und dann haben wir auch einige Male geknutscht und Hey, das ist natürlich auch schon viel, ne? Ja, ich habe sie auch eigentlich immer gern gehabt und ich habe auch nie was dagegen gehabt, aber irgendwie war es so, dass ich letztes Wochenende bei ihr übernachtet habe. Mhm. Und sie hat dann wieder versucht, mit mir zu knutschen. Mhm. Ich habe auch in dem Moment nichts dagegen gehabt. Aber irgendwann ging es mal zu weit und ich habe dann halt versucht abzublocken. Mhm. Und dann habe ich so getan, als wenn ich eingeschlafen wäre. Mhm. Und dann hat sie sich selbst befriedigt. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich weiß auch nicht, was ich will. Mhm.
Ja. Aber ist es denn nicht eigentlich klar, dass du es eigentlich nicht, also in der endgültigen Intimität nicht möchtest? Ja, das weiß ich ja nicht. Bist denn dir nicht ganz sicher? Also ich bin schon erstaunt darüber, dass du, wenn du eigentlich eine heterosexuelle Frau wärst, dass du dich da schon auf das Knutschen einlässt. Das ist ja nun doch auch ein sehr, sehr, sehr enger Vorgang, ne, den Menschen miteinander haben. Ja, ich weiß nur, also ich hatte schon einige Beziehungen mit männlichen Personen und ich war auch nicht erstaunt darüber, als es halt dann mit ihr passiert ist, weil wir waren halt schon länger befreundet und ich habe gedacht, es wäre dann so eine einmalige Sache, aber dann ist es immer wieder passiert und es kann ja natürlich auch sein, dass du einfach noch, dass da eine gewisse Angstblockade bei dir ist, dass du den letzten Schritt noch nicht machen möchtest. Das kann auch sein, dass du dich schon sehr auf sehr Nahes eingelassen hast und sehr intim ist, aber den letzten Schritt noch nicht traust. Halte ich auch für möglich. Aus der Unsicherheit heraus, dass du nicht weißt, was du möchtest und. Ja, es ist halt einfach so, dass ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nur, dass ich eigentlich gehe ich davon aus, dass ich nicht lesbisch bin. Du hast auch keinen Freund im Moment. Nein. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen soll, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wie war denn die Stimmung zwischen euch dann am nächsten Morgen? Sie hat sich neben dir, während du da gelegen hast, selbst befriedigt. Ja. Was ihr gutes Recht ist, ne, wenn sie das machen will. Sie kann ja gerne machen, was sie möchte, aber sie hat halt gedacht, ich hätte geschlafen. Und ich habe auch so getan, als wenn ich geschlafen hätte. Und deswegen weiß sie gar nicht, dass ich es mitbekommen habe. Hat dich das abgestoßen oder fandst du das irgendwie auch interessant, sagen wir so? Ich fand es interessant, aber ich war nicht bereit, halt mitzumachen. Ja, und jetzt, hast du denn in den Annäherungen, die ihr bisher so erlebt habt, auch schon mal das Gefühl des Ekels empfunden? Nein, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Ne? Wenn, dann nur der Vorsicht, dass du nicht noch näher rangehen möchtest. Ja, ich denke einfach mal, dass da ziemlich viel Unsicherheit. Ich glaube das auch, Andrea. Weißt du, was ich glaube? Lasst dir und lasst euch doch ganz einfach Zeit. Du musst ja jetzt gar nicht per Kopf entscheiden, okay, ich bin jetzt lesbisch, vielleicht bist du ja bisexuell, das muss ja nicht gleich die endgültige Entscheidung jetzt für die andere Seite sein. Und du musst es auch nicht entscheiden, jetzt, ich bin ab heute so und so. Wenn dir an der Frau gelegen ist, an dem Mädel, dann sag ihr das doch auch so, dass du dir unsicher bist und du möchtest das einfach sich entwickeln lassen. Ja, und dann kannst du sowieso nicht. Wie? Ab heute besser sowieso nicht. Ja, eben. Und dann kannst du für dich entscheiden, wie weit du jedes Mal gehen möchtest. Und das ist die beste Selbsterfahrung auch, die du machen kannst. Ist sie denn beleidigt gewesen, dass du nicht Näheres wolltest dann? Nee, das war ja so, dass wir eh noch nicht weitergegangen sind. Und ich habe schon einige Male da übernachtet und wir sind nie halt weitergegangen. Und es ist mir halt nur letztes Wochenende das erste Mal aufgefallen, dass sie sich dabei selbst befriedigt hat. Hat sie denn einen Freund? Nein, eigentlich nicht. Sie hat auch keinen Freund. Aber sie spricht über sich auch nicht, dass sie eine lesbische Frau ist. Nein, das tut sie nicht. Das tut sie auch nicht. Deswegen weiß ich ja auch nicht genau, was sie... Andrea, mach dir nicht so viel Kopf. Sei weiter mit der Frau befreundet. Und lass dich einfach, soweit du das Gefühl dafür hast, auf solche Dinge und auf diese Nähe auch ein. Und wart mal ab, was so die nächsten Wochen und Monate ergeben. Ich bin sicher, dass du in einem halben Jahr mehr über dich Bescheid weißt. Ja, ich tue, was ich machen kann. Ja, und erzwinge aber nichts, sondern lass es einfach mal so laufen und geh auch mal ein bisschen einen Schritt weiter vielleicht, spring mal ein bisschen über deinen Schatten, aber nicht zu weit und dann wirst du es austesten, was mit dir los ist und was du bist. Ich würde am besten sagen, ich sollte abwarten. Bitte? Am besten ist, ich sollte abwarten. Abraten? Was passiert? Abwarten. Abwarten, genau. Ja, das finde ich auch. Mach das mal. Das werde ich auch tun. Alles Gute. Viel Glück. Jo, danke. Bei der Selbsterfahrung. Danke. Tschüss. Tschö. Jetzt begrüße ich herzlich den Ralf. Und der ist 37. Ja, hier bin ich. Hi Jürgen. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, wollte ich mal eine Frage stellen. Wusstest du überhaupt, dass deine Sendung eigentlich sehr gefährlich ist? Sehr gefährlich? Ja, sie macht süchtig. Ich hoffe, es gibt ja auch angenehme Süchte. Ja. Das ist ja nicht so ganz schlimm. Ja, jetzt wird's aber ernst. Ja. Und zwar, unsere Tochter wird jetzt Donnerstag 17 und sie hat letzte Woche Dienstag versucht, sich das Leben zu nehmen. Warum? Weißt du das? Bitte? Warum? Weißt du das? Nein, das weiß keiner. Und sie...
Das war letzte Woche Dienstagabend, kam sie nach Hause, total high, also glasige Augen, lallende Sprache, und jetzt hatte ich erst gedacht, sie hätte was getrunken. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen, und dann sagt sie immer, hat sie immer gesagt, mir wächst alles beim Kopf, ich weiß nicht mehr weiter. Ich dachte, was hast du denn gemacht? Und da sagte sie mir, ja, ich habe Tablette genommen. Mhm. Ich dachte, wie viel? Sie war vorher, wohl gesagt, beim Neurologen oder, wie heißt die, Psychologen, mhm, in Behandlung, und sagte, ja, eine habe ich heute Morgen genommen und den Rest vorhin. Und das, mhm, waren 19 Stück. 19 Stück? 19 Stück, ja. Und da habe ich dann sofort Krankenwagen angerufen, und dann sagte mir der Notarzt oder Rettungssanitäter, wie sich das nennt, er hätte ihr gesagt, sie hätte ihm gesagt vielmehr, mir wächst alles über den Kopf, das Leben ist scheiße. Mhm. Mhm. Ja, dann kam sie dann ins normale Krankenhaus, in Anführungsstrichen, ja, lag eine Nacht auf der Intensivstation, mhm, und ist dann anschließend, also vielmehr am anderen Tag, mit meiner Frau zusammen in die Jugendpsychiatrie gefahren. Mhm. Und da liegt sie jetzt freiwillig. Freiwillig? Freiwillig, ja. Mhm. Die haben sie gefragt, ob sie da bleiben möchte, und mittlerweile gefällt sie auch da und, mhm, sagt, das ist wie Urlaub und sie fühlt sich da wohl. Das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Da sind ja auch Leute, die sich dann wirklich um sie auch seelisch bemühen und kümmern. Ja, nur der Haken an der Sache ist, die Psychologen und Ärzte oder wie sie sich alle da schimpfen, die haben bis jetzt noch nichts rausbekommen. Mhm. Ja gut, so schnell geht das ja auch nicht. So schnell geht es ja auch nicht. Guck mal, das ist ein Alter, Pubertätsalter, wo ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich in der Zeit auch öfter genau dieses Gefühl hatte, ich schaffe das Leben nicht. Ich habe keine Perspektive, und ich werde all den Anforderungen, werde ich nicht Rechnung tragen können, dachte ich damals. Und dass dann so eine Kurzschlusshandlung entsteht, kann ich mir gut vorstellen, kann ich auch gut nachvollziehen. Und wer weiß, welche Probleme sie hat, die du vielleicht auch gar nicht so erahnst. Das dauert ja auch seine Zeit, bis der Psychologen oder Psychiater rankommen. Ich finde es ein sehr gutes Zeichen, dass sie freiwillig da ist. Und ich finde es ein sehr gutes Zeichen, dass ihr das gefällt. Offensichtlich hat sie ja das Gefühl, dass ihr das etwas bringt, wenn es auch nur Millimeter jetzt erstmal so sind. Nur sie hat da einen Jungen kennengelernt, mhm, und dem hat sie alles anvertraut. Ist doch okay. Ist doch okay. Nichts ist besser als sprechen. Das Allerbeste ist, alles immer rauszulassen. Wenn sie bisher vielleicht niemanden hatte, da würde ich mir aber auch ein bisschen Gedanken so machen an eurer Stelle, an deiner Stelle. Und lebt ihr in einer Familie oder lebst du alleine mit deiner Tochter? Nein, wir leben in der Familie. In der Familie. Mhm. 5 Personen, ja. Ja, dass ihr euch vielleicht auch noch, das heißt dann deine Frau und du, dich noch mehr um sie bemühen solltet. Dass sie auch mehr Vertrauen hat zu euch, dass sie wirklich mit allen Problemen zu euch auch kommen kann. Ja, wir müssen da sowieso, es gibt da eine Familientherapie, eine Familiensitzung heißt das, da müssen wir dann alle hin. Das ist aber noch nicht passiert, ne? Ist noch nicht passiert. Ja, also ich finde, das ist alles gut eingeleitet, und das hat mit einem Schrecken begonnen und scheint sich jetzt doch alles doch zu entspannen. Ich gebe mir auch einen Teilschuld irgendwie daran. Ja, sieh es einfach als Warnsignal, als Warnschuss an. Natürlich trägt man da auch als Umfeld mit Schuld, klar. Weil ich in letzter Zeit ziemlich streng war, ich meine, man hört ja jetzt die Nachrichten, was da alles so passiert, mhm, ist, diese ganzen Kindesmisshandlungen, Entführungen, mhm, und Tötungen und so weiter. Und, mhm, das ist auch meine Angst gewesen. Und wenn sie dann mal ein paar Minuten später kam, habe ich dann sofort ein Donnerwetter losgelassen. Und, mhm. Also ich kann dich wirklich nur ermutigen, Ralf, dass das hört sich gut an, was du bisher erzählt hast. Und wenn ihr es da richtig mitmacht und mitzieht, mhm, solche Therapien, das kann sehr lange dauern, das kann ein Jahr dauern. Das kann ja dauern. Sie muss nicht so lange im Krankenhaus bleiben. Mhm. Dann geht sie einmal in der Woche zu einem Psychologen ihres Vertrauens, mhm, und ihr kommt vielleicht auch ab und zu mal mit. Das dauert halt seine Zeit, aber das ist ein guter Weg, auf jeden Fall, glaube ich. Nur bei dem Psychologen, wo sie jetzt die letzte Zeit in Behandlung war, der hat nur immer Medikamente verschrieben, und wir haben eine ganze Schublade voll Medikamente, mhm, bei ihrem Zimmer entdeckt. Ja, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen beurteilen kann, glaube ich so intuitiv heraus, dass das mit Sicherheit nicht der richtige Weg ist, mhm, es sei denn, es liegt irgendein organischer Schaden vor. Also, kümmert euch um das Mädel, ja, geht mit hin zu dieser Familientherapie, das ist eine gute Sache, mhm, und sei ein bisschen weniger streng zu ihr. Ich glaube, das ist auch schon dann sehr wichtig in der Situation. Ich werd's tun. Alles Gute. Okay, alles klar. Tschüss, Ralf. Und viel Spaß noch. Ja, danke, ciao. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause.
31 und 30, 31 Sekunden. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR Fernsehen und von Radio 1Live. Und heute Nacht sind wir ohne eine bestimmte Themenvorgabe. Das heißt, wir sind ganz offen für euch und alles das, was ihr gerne hier mit mir besprechen wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0130 29 11 und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Es geht weiter mit Susanne und Susanne ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Ja, hallo. Ja, also mein Thema ist... Susanne, gehst du ganz nah an den Telefonhörer? Ja. Du bist so leise. Okay, ich sagte, mein Thema ist, dass mein Freund mir gebeichtet hat, dass er Verkehr mit einem Tier gehabt hat. Mhm. Ja, und das ist vor 2 Tagen gewesen. Und dann hat er mir noch gesagt, also das letzte Mal wäre gewesen, als er unten im Urlaub, also in Kosovo gewesen wäre. Mhm. Und was für ein Tier war es? Also er hat mir gesagt, es wäre mit einem Schaf gewesen. Mhm. Und also du sagst, das letzte Mal wäre das passiert. Heißt das, dass das schon öfter passiert ist? Ja, richtig. Wie und oft? Ich weiß es nicht. Ich habe da auch nicht so detailliert reingefragt, weil so im ersten Moment habe ich mehr oder weniger gedacht, der nimmt mich auf den Arm, aber mit so etwas macht man ja keine Witze. Mhm. Und dann hat er mich auch so ernst dabei angeguckt und... Kommt dein Freund aus dem Kosovo? Ja, der ist Kosovo-Albaner. Mhm. Gut, jetzt habe ich mir dann auch mehr oder weniger so versucht, das Ganze zu erklären, weil man sagt ja auch, dass in diesen orientalischen Ländern halt die Männer von den Frauen erwarten, Jungfrauen zu sein, bevor sie in die Ehe gehen. Mhm. Und da hat man ja dann schon mal des Öfteren gehört, dass die dann Verkehr, was weiß ich, aber das hat, also ich habe es zumindest mehr so als Witz immer rausgehört, so, dass sie dann irgendwie Verkehr mit dem Kamel haben oder mit dem Schaf. Ich habe es schon ernsthaft erzählt bekommen. Und ja, aber von da, das hat nicht, ich weiß nicht, aber ich könnte jetzt ehrlich gesagt sein. Und das Schlimmste ist, dass ich da jetzt das Gefühl habe, dass ich irgendwie 2,5 Jahre mit einem Menschen verbracht habe, den, als wenn ich den gar nicht kennen würde. Und das Ganze ekelt mich jetzt auch an, mehr oder weniger. Er war auf Urlaub dort unten. Ja. Und er ist mit dir zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? 2,5 Jahre. Ich meine, man kann es ja vielleicht verstehen, wenn, wie du es gerade erklärt hast, dass in den orientalischen Ländern dieses ab und zu vorkommt, aus den und den Gründen, wie du sie gerade geschildert hast. Genau, das wäre ja was anderes. Aber er lebt ja in einer anderen Situation. Er ist ja mit dir zusammen. Warum geht er zu einem Schaf? Es klingt absurd. Man muss fast schon lachen, aber es ist nicht zum Lachen. Warum geht er zu einem Schaf, wenn er eine nette Frau und Freundin zu Hause hat? Genau, das ist das Schlimme. Ich meine, gut, der ist jetzt 4 Wochen da unten gewesen, aber ich sag, du hättest lieber 10 andere Mädchen nehmen sollen, als so etwas. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mich jetzt irgendwie noch... Wenn das mein Freund zu mir sagen würde, ich glaube, ich würde nur noch kotzen und gehen. Also, ja, ich weiß. Also ich will jetzt erstmal gar nicht groß über ihn urteilen, sondern überhaupt jetzt, was deine Situation angeht. Was hast du denn da empfunden, als er das zu dir gesagt hat? Ekel, einfach nur Ekel. Also ich meine, was will man anderes empfinden, nur... Es ist so demütigend auch für dich. Warum hat er dir das überhaupt erzählt? Das ist auch so eine Sache. Oder ich denke mir dann, langsam spinne ich jetzt, dass ich mir irgendwie was vormache, dass ich im Fantasieren bin, aber als wir... Einmal ist es im Freundeskreis gewesen und zwar hatte er gesagt gehabt, ja, es gäbe ja vor allen Dingen auch in Deutschland wäre das so, dass Frauen öfters, wenn die alleine leben und die haben einen Hund und da könnte man auch von ausgehen, es gäbe ja auch Frauen, die das auch mit Hunden machen würden, aber das dann wurde auch dabei gelacht und dann habe ich mehr oder weniger so gedacht, das als Witz abgetan. Mhm. Aber das Schlimme ist ja, was ist, wenn er so einer ist, der Gefallen daran findet, dann ist er ja im Prinzip ein kranker Mensch. Aber offensichtlich hat er ja Gefallen daran, wenn er das so oft schon gemacht hat. Ja, aber deshalb weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 2,5 Jahre den nicht kennengelernt habe, weil in meinen Augen... Und du bist ganz sicher, dass es kein Spaß ist und er dich nicht irgendwie verarschen will? Nein, um Gottes Willen nicht. Und er hat mich so todernst dabei angeguckt. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, warum erzählt er dir das? Ja, das ist ja das Schlimme. Ich weiß es nicht. Also hat er Spaß daran? Das ist ja eine Rolle, in die du da gezwängt wirst.
in der du klein bist. Hat ja. er Spaß daran, dich zu drücken, runterzudrücken? Wie meinst du das jetzt? Hat er, ist er sowieso ein sehr dominanter, ist er ein Macho? Nee, also, du, der ist an und für sich kein Macho-Typ. Mhm. Nein. Mhm. Eben nicht, nee. Also wenn ich das jemandem, einem Partner sage, wenn ich so gestrickt bin, erzähle das einem Partner, hat das automatisch die Wirkung, dass man den Partner enorm verletzt, auf der einen Seite, und dass man ganz, ganz groß Gefahr läuft, die Beziehung zu gefährden. Ja, sicherlich, selbstverständlich. Und ich meine, die letzten zwei Tage ist das bei uns auch mehr oder weniger, also ich habe immer versucht, möglichst viel also außer Haus zu sein, und dass wir uns so wenig wie möglich sehen innerhalb der vier Wände hier. Und ihr lebt auch in einer Wohnung? Ja, richtig. Mhm. Hast du seitdem mit ihm geschlafen schon? Nein. Nein. Ist das überhaupt für dich vorstellbar? Nee. Also das ist jetzt zwei Tage her. Mhm. Und ich habe auch die letzten zwei Nächte mehr oder weniger kaum Auge zugetan. Aber du musst ihn doch dann befragt haben, warum er das macht, als er dir das erzählt hat. Also ich weiß auch gar nicht. Das war so ein Schock, dass man gar nicht... Das Ganze mehr oder weniger sowas von peinlich darüber zu reden. Mhm. Und weiß nicht, mehr oder weniger blocke ich auch selber ab. Mhm. Aber es ist einfach mehr als eklig. Und ich weiß nicht. Könntest du dir vorstellen, dass das wirklich deine Liebe zu ihm und eure Beziehung gefährden könnte, kaputt machen könnte? Ja, sicherlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich... Das Bild, das verfolgt mich also den ganzen Tag über. Ich stelle mir das immer vor, das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht wirklich im Ernst mit einem Tier Verkehr gehabt haben. Das kann, dann muss der doch einen Knacks weg haben in der Birne. Ne? Ich weiß nicht. Also ich kann deine... Und wenn man jetzt jemanden, ich weiß nicht, dass ich jemanden zu Rate ziehe... Nur, wenn ich ihm sage, lass uns irgendwie zum Psychiater gehen, dann wird er mir auch sagen, ja, du, ich weiß es nicht, wer dann darauf... Also erstmal wäre wichtig zu ergründen, wie er selbst dazu steht. Es kann ja sein, dass er da völlig unkompliziert so steht und sagt, na gut, das mache ich halt ab und zu. Dass er das gar nicht als Perversion, als Defekt sieht, kann ja sein. Ne? Ja, das musst du erstmal rauskriegen. Wenn er ja nicht erzählt. Ja, genau. Und wenn er da ganz selbstverständlich hintersteht, dass das halt auch sein Ding ist, dann musst du für dich die Konsequenzen ziehen, ob du mit so einem Menschen, mit so einem Mann zusammen sein willst. Ich wäre mit so einem Mann nicht zusammen. Ich wäre es nicht. Ich könnte nicht irgendwelche sexuellen Sachen mit dem mehr machen, weil ich ständig im Kopf hätte, was der vor zwei Wochen gemacht hat mit seinem Dödel. Ja, ich glaube, der nächste Schritt ist, Susanne, dass du, auch wenn es dir peinlich ist, mit ihm darüber richtig sachlich reden musst. Was das ist, wie er dazu steht, wie oft das gemacht hat, warum er es dir erzählt hat. Und je nachdem, wie er sich da äußert, ich glaube, dass du dann schon für dich auch ein Gefühl entwickeln wirst, wie du dich weiter verhältst. Könnten wir das denn so machen, dass, weil er ist ja jetzt zwei Zimmer weiter als ich, der hört mich ja jetzt auch nicht, wenn ich rede, könnten wir das denn so machen, dass ich gleich ins Zimmer gehe und dann vielleicht dann nochmal da bei euch durchrufe, dass ihr mal mit ihm redet? Wenn er mit mir reden will, können wir das machen. Können wir das so machen? Denn dafür wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Wenn er das möchte. Ich vermute, dass ihm das sehr peinlich ist und er das nicht will, aber wenn ja, können wir das so machen. Also ich meine, ich habe mich ja jetzt so oder so unter einem anderen Namen bei euch ausgegeben und er braucht ja seinen Namen auch nicht nennen. Dann leg mal auf und dann wird das von der Regie, von unserer Redaktion aus... Okay, können wir das so machen, dass die dann, also wir haben jetzt 20 vor, dass die in 5 Minuten bei mir zurückrufen? Wenn du das innerhalb von 5 Minuten schaffst, dann können wir das gerne so versuchen. Okay. Und wenn er das nicht will, dann hören wir halt nichts voneinander mehr. Okay, alles klar. Susanne. Alles klar. Ciao. Dankeschön. Vielleicht bis gleich. Ciao. Okay, ciao. Jetzt kommt Robert. Und Robert ist 22. Hallo, Domian. Hi. Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, sie ist Türkin, ich bin Deutscher. Mhm. Wir haben uns beide ineinander verliebt und das Problem ist der Vater von ihr. Sie sagt, sie darf keinen Freund haben. Wenn sie mit dem Vater über mich reden würde, hätte sie Angst, also sie hat Angst vor ihm und sie traut sich nicht, mit ihm zu reden. Und
und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie alt ist sie? Sie wird nächste Woche 17 und ich habe jetzt meine Freunde und Bekannten alle gefragt und alle, also wirklich alle sagen, lass es, vergiss es, es gibt nur Probleme. Aber ich wollte sofort mit ihr Schluss machen, nur eine innere Stimme sagt mir, du liebst sie. Ja, genau, und versuch alles. Und was würdest du dazu sagen? Also, das ist oft sehr problematisch. Mhm. Es gibt natürlich, gibt es sehr konservative türkische Familien. Ja, und das muss ich dazu sagen, sie sind erst beide ein Jahr in Deutschland, also alle beide. Und die Mutter ist nicht hier, nur, sie ist nur mit ihrem Vater hier. Mhm. Und dort sind die Traditionen knallhart. Ja, ja. Das habe ich hier in der Sendung auch schon öfters gehört. Ja, ja. Ich habe mit jungen Türkinnen gesprochen, die hier angerufen haben, die von zu Hause abgehauen sind, weil sie es nicht aushalten konnten, die zwangsverheiratet werden sollten und all sowas. Ja, ja, ja. Die Warnung ist schon berechtigt von deinen Freunden, dass du da vielleicht wirklich auf Granit beißen wirst. Ja, ja. Zudem, aber deine Freundin noch jung ist, sie ist ja noch nicht volljährig. Ja. Ja, wenn sie ja jetzt schon über 18 wäre, könnte man ja noch anders argumentieren. Aber eigentlich geht es doch nur darum, dass sie bis zur Ehe Jungfrau bleibt. Und wenn ich dem Vater das irgendwie beibringen könnte, dass ich nicht auf den Sex aus bin, sondern eben wirklich nur mit ihr zusammen sein will. Hast du denn die Eltern kennengelernt schon? Nein, gar nicht. Nein. Besteht denn überhaupt die Möglichkeit, dass es ein Gespräch geben könnte? Was meint sie? Ja, schon, aber sie sagt, also der Vater wird sich da kaum auf ein Gespräch einlassen. Ich meine, und ich habe auch Angst, dass, wenn ich mit ihm rede, dass er die dann danach schlägt. Also nicht mich, sondern sie schlägt. Und das will ich nicht. Ich meine, das muss sie entscheiden, ob sein Gespräch sinnvoll wäre. Wenn er sich darauf einlassen würde, wäre das natürlich eine gute Sache. Man kann natürlich im Gespräch viel mehr Vertrauen schaffen, als denn irgendwie um 1000 Ecken. Ja. Aber du sagst das jetzt so leichtfertig, du willst auf Sex verzichten. Meinst du das wirklich ehrlich? Das machst du vielleicht 3-4 Monate. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich schon. Also doch, würde ich dann schon machen. Mhm. Klar. Und dann ist erst, dann wirklich erst daran denken, wenn ich mit ihr verheiratet wäre oder bin. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr, sehr respektabler Standpunkt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein traditionell denkender türkischer Mann auch respektiert, ne? Du meinst, es wäre eine Chance, ja? Ja, aber das muss deine Freundin entscheiden, ob sie riskieren möchte, dass es ein Gespräch gibt und nicht, dass sie danach noch größere Nachteile hat. Ja, genau. Ich meine, es ist jetzt schon so, dass wir uns nur heimlich treffen können und dass uns ja keiner sieht und wirklich nur ein paar Stunden am Tag und so. Und also sie wird ganz schön eng gehalten von ihrem Vater. Am Wochenende darf die gar nicht raus. Das ist schon schwierig. Also du lässt dich, sage ich dir auch nochmal, auf ein sehr kompliziertes Leben ein. Ja. Sagt mir auch jeder, Aber und du bist jetzt im Moment in einer Verliebtheitseuphorie. Ja. Ich weiß nicht, wie das in 3, 4, 6 Monaten aussieht. Stimmt, ja. Das würde ich schon sehr bedenken, bevor ich mich da jetzt noch weiter auch emotional einlassen würde auf diese Geschichte. Ja. Und nicht, dass das für dich sehr unglücklich endet und auch für das Mädel so unglücklich endet. Ja. Aber sie ist was Besonderes und so verliebt war ich wirklich noch nie bis jetzt. Und naja. Ich finde Reden ja immer gut und Reden zerstört auch Vorurteile. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, mit dem Vater zu sprechen und das ist einigermaßen gut, dass das für sie auch gut ausgeht, dann mach das. Gut. Robert, alles Glück. Ja, dankeschön. Tschüss. Schöne Nacht noch, ja. Ja, dir auch. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Erika und Erika ist 22. Ja, hallo, hier ist Erika. Ja. Mein Thema ist, also ich gehe auf den Strich. Ja. Ich finanziere mir damit meine Drogen. Das heißt also, ich gehe auf den Bielefelder Straßenstrich am Bahnhof und es ist irgendwie so, dass mich das irgendwie total psychisch fertig macht. Weil Erika, wie lange machst du das schon? Seit einem Jahr. Und was für Drogen nimmst du? Heroin. Und es ist so, die meisten Männer, die da hinkommen, und Frauen, die wir da stehen, wirklich wie einfach nur so eine Ware. Das heißt also, die du bezahlst, die du einmal benutzt und dann wieder wegstellst. Das heißt, du steigst zu den Männern ins Auto? Ja, also wie gesagt, ich stehe da und die Männer fahren da in einer Runde. In der Mitte ist ein großer Parkplatz und die fahren dann halt immer in eine Runde. Ja, schauen uns an und so und wir schauen die an, lächeln denen ab und zu. Und dann halten die an halt, fragen die nach den Preisen, wir sagen die dann. Entweder sind die dann einverstanden und nehmen uns mit oder nicht und dann fahren sie halt weiter. Oder wir machen das so,
dass wenn die Männer halt irgendwie da stehen, dass wir sie dann halt ansprechen einfach. Mhm. Oder wenn die uns Zeichen geben oder so, dass wir dann zu den Wagen gehen und mit denen halt reden und so. Und wie gesagt, dann halt die Einigung wegen Preise und was gemacht wird. Mhm. Und wie gesagt, dann fahren wir halt auf bestimmte Parkplätze, also es gibt mehrere Plätze. Was passiert dann immer im Auto alles? Also überwiegend, das heißt, also wenn es jetzt so ist, dass man einen Kunden hat oder so, der sagt, ob ich auch mit in eine Wohnung komme, das mache ich auch. Mhm. Das kostet natürlich dann auch mehr. Mhm. Man bleibt dann halt auch dementsprechend ein bisschen länger. Und es ist einfach nur so, dass das für mich total an die Psyche geht, weil... Dich hat ganz klar die Drogensucht da reingedrückt, in dieses Milieu. Ja, weil ich hatte ja früher eigentlich immer nur am Parkerpavillon in Bielefeld da nur vermittelt gehabt für Leute, also als Zwischendienstler gearbeitet gehabt. Und das hat eigentlich auch alles gut funktioniert, bis zu dem Tag halt, wo dann gar nichts mehr ging. Das heißt, also ich habe, wie gesagt, es klappte einfach an dem Tag nicht. Und dann dachte ich, Mist, was machst du jetzt? Du brauchst Geld, du brauchst Drogen. Du brauchst also halt das Zeug für abends und des nächsten Morgens, dass du keinen Affen schiebst. Und so ging's? Ja, und dann ist es halt so gewesen, dass ich dann zur Post gegangen bin, also da zum Straßenstrich, und dachte, ja, komm, einmal und dann und nicht mehr, ne? Aus dem einen Mal wurde ein paar hundert Mal schon wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ich war dann halt da, hab mir da einen Kunden gemacht und hab eine getroffen, wo ich dann halt was gekauft habe und hab gesagt, so, jetzt einmal habe ich das jetzt gemacht und Erika. Nie wieder. Ja, und die hat gesagt, nur Erika, sag das nie, dass du jetzt nur gehst, du stehst da morgen, du wirst auch weiterhin da stehen. Ich habe das auch immer gesagt. Wie viele Kunden hast du denn mittlerweile pro Tag? Ja, also sagen wir mal, wenn es gut läuft, 5-6 Stück. Und wie viel Geld brauchst du für das Heroin? Also so 300, 400 am Tag. Hast du da noch was übrig oder geht das alles dann drauf für... Also alles geht restlos drauf. Das heißt, wo es früher noch richtig gut gelaufen ist, weil jetzt gibt es schon Frauen, die es wirklich unter aller Sau für sehr, sehr wenig Geld machen. Hast du auch Verkehr ohne Kondome? Nein, also Verkehr auf keinen Fall. Ich habe mal Französisch ohne gemacht, also Blasen halt ohne. Und das mache ich jetzt seit 2 Tagen gar nicht mehr, weil ich erfahren habe, dass eine bestimmte Frau von uns da AIDS hat, dass man sogar durch Französisch ohne Gummi also auch krank werden kann. Natürlich gibt es da Gefahren, ja. Vor allen Dingen, wenn es zum Samenerguss kommt, ja. Weil das Risiko möchte ich nicht eingehen. Du hast das Gefühl, dass du richtig vor die Hunde gehst, ne? Ja, weil ich bin körperlich am Ende, ich war letztes Jahr im Knast gewesen, es war mich so gewesen, ich war mit einem Kunden an einer Stelle und da war es so gewesen, da fuhr ein Fahrradfahrer hin und her, beobachtete uns, so ein Spanner halt. Und ich habe da so richtig rumgeschrieben, was er denn da suchen würde, was er erwarten würde. Und noch nicht mal 2-3 Minuten später war auf einmal ein Polizeiwagen da, ein Streifenwagen, kam zum Auto, Führerschein, Fahrzeugschein und halt von mir Personalausweis. Ja gut, dann gingen die zum Auto, kamen wieder zurück und machten meine Beifahrertür auf und sagten, Frau so und so, begleiten Sie uns. Ich so, wieso das denn? Ja, Sie haben Haftbefehl. Aber ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Nicht in dem Sinne unbedingt, weil ich ins Gefängnis musste, sondern ich hatte Angst vor dem Entzug. Was war der konkrete Vorwurf, dass du ins Gefängnis musstest? Ja, ich habe eine Geldstrafe wegen Diebstahl gehabt und ich musste 1000 Mark bezahlen. Also, es ist wirklich alles im Argen, ne? Es ist alles im Argen und so wie du es gerade geschildert hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass du das Gefühl hast, dass du dich seelisch immer mehr kaputt machst und beschmutzt auch, ne? Auch sicherlich, weil ich kann einfach nicht mehr. Nun hattest du diesen Entzug im Knast, den hast du erlebt. 14 Tage habe ich einen Affen halt geschoben und ich meine, ich war so glücklich, weil eine Freundin von mir, es war so gewesen, ich bin in den Knast eingefahren und bin dann halt auf eine Zugangszelle gekommen und dann habe ich nach rechts geschaut und auf einmal habe ich eine Freundin von mir gesehen, die auch drogenabhängig ist, die ich auch von Bielefeld kenne und ich so, was machst du denn hier? Sie so, ja, ich habe Geldstrafe und so, ne? Ja, ich auch. Und wir haben uns vorgenommen, weil wir waren zusammen halt, wie gesagt, kalt in Zug und sind auch zusammen clean geworden, in Anführungsstriche clean. Das heißt also, so dass wir morgens aufgewacht sind, ohne Probleme, ohne diese Schmerzen. Und wir waren so glücklich, wir beide. Wir haben so viel Spaß zusammen gehabt. Wir haben uns echt fest vorgenommen, nichts mehr zu nehmen. Aber trotzdem ist es dann, kam es wieder zu einem Rückfall und du hängst wieder richtig voll in der Gosse drin. Ja, ja? Genau. Erika, es gibt als einzige Möglichkeit, als einzige Chance, die du hast, ist, dass du freiwillig in einen Entzug gehst, in eine Klinik gehst. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, ich habe das ja jetzt vor. Es gibt ja in Bielefeld so eine Entgiftungsstation halt, Bethel heißt das, und da wollte ich mich eigentlich anmelden. Bloß ist auch mal so halt, soll ich das jetzt sagen, also es ist halt vom Hauptbahnhof bis da hoch irgendwie in Anführungsstrichen weiter Weg. Das heißt, man muss auch irgendwie
sein Zeug halt auf Tasche und dass man währenddessen keinen Affen schiebt. Also das heißt auf Deutsch, wenn ich jetzt da hingehe, da muss ich warten. Und das ist mir klar. Du brauchst mir jetzt nicht die Komplikationen schildern und all die Ängste, die damit verbunden sind. Mhm. Das ist die einzige Chance, die du für dein Leben hast. Ja, ich will gar nicht hören, was da jetzt alles an Unannehmlichkeiten für dich mit verbunden ist. Das ist deine Chance. Die andere Chance heißt, du gehst endlos auf den Strich und irgendwann liegst du dreckig und tot in irgendeinem Klo. Das ist es. Also das ist das, was du in Alternativen vor dir hast. So, Domian, der Vorteil ist, ich meine, okay, Heroin, das ist schlimm genug. So, ich meine, ich spritze nicht, ich rauche es nur. Ja, ist doch egal. Komm, jetzt keine Relativierungen und so. Ja, ich weiß. Du hängst voll drin, ne? Sind wir uns ganz einig. Sagst du ja auch. Ja, stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, wie alt, was habe ich gesagt, du bist 22 erst alt, ne? Ja. Dass du aus deinem Leben auch sicher noch was machen gerne würdest wollen und auch einen Traum hast. Und vielleicht mit 30 auch irgendwas, ich weiß nicht, was du schön findest, was erreicht haben möchtest. Was findest du schön? Möchtest du eine Familie haben? Möchtest du einen Beruf haben? Ja, also mein Traumberuf ist Altenpflegerin. Ja, siehste, das ist doch ein toller Beruf. Aber, und dafür lohnt es sich doch auch, richtig hart an sich zu arbeiten, an sich ranzugehen. Und da musst du jetzt mit anfangen. Die Chance hast du noch, du bist noch jung. Das ist bloß auch schwer, weil wenn man keinen hat, so richtig, mit dem man reden kann. Ist mir klar, aber du hast dann Leute, mit denen du reden kannst, wenn du in diese Klinik gehst. Es ist keine Zeit mehr zum Jammern. Ja. Es ist nur eine Zeit zum Handeln. Das ist knallhart jetzt. Und an dir liegt es. Du musst es in die Hand nehmen. Du musst dich anmelden. Du musst da hingehen und um Hilfe bitten. Und die Hilfe wird dir gewährt. Ja. Damit du auch aus dem Strichmilieu rauskommst. Ja, und das ist irgendwie das einfach, wie soll ich dir das erklären? Ich meine, es ist ja nicht irgendwie. Ich weiß es. Hart. Es ist aber nicht so einfach. Und jetzt ist völlig klar. Meine Position habe ich dir gesagt. Und das, ich glaube, dir ist auch klar, dass es keinen anderen Weg gibt. Ja, ich will das ja auch alles schaffen. Also wie gesagt, irgendwie... Kein irgendwie, kein Widerwort, kein irgendwie. Du musst es jetzt machen, Erika. Ja. Und ich drücke dir wirklich die Daumen. Das ist keine blöde Floskel. Wirklich, ja. Ich weiß, ich spüre die Not und die Angst, in der du hängst. Ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche dir die Kraft. Und ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Ich hoffe es. Alles Gute. Herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss, Erika. Okay, bis dann. Ja, ciao. Tschüss. Jetzt ist die Sandra dran und die ist 20. Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich gut. Super. Ich glaube eigentlich nicht, dass es wichtig ist, dass ich anrufe, nachdem ich Erika gerade gehört habe. Ja. Aber ich wollte nur sagen, also ich bin die Freundin von der Sandra, die vorhin angerufen hat. Moment, du bist da Sandra? Nee. Du bist Sandra. Ich spreche jetzt mit Sandra, oder? Also, na gut. Na gut. Fall, ich verstehe jetzt nicht, um was es geht. Sprich. Also, meine Freundin hat von angerufen. Ja. Und die hat auch gesagt, hat die nicht gesagt, sie ist Sandra. Auf jeden Fall, das war meine Freundin, das weiß ich ganz genau, das habe ich gehört in der Stimme. Und sie hat behauptet, dass ich lesbisch sei. Mhm. Und das stimmt nicht. Also, ich habe auch vorhin mit jemandem gesprochen und dem habe ich erzählt, ich auch nicht lesbisch bin. Also ich glaube, das vertiefen wir jetzt mal nicht, weil ich gar nicht weiß, ob da nicht jetzt ein dickes Missverständnis vorliegt, dass du jetzt die Person bist, über die vorhin gesprochen wurde. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Wie kommst du darauf? Also ich weiß ganz genau, meine Freundin hat schon angerufen bei dir und sie hat behauptet, dass ich lesbisch sei. Nein, also die Frau, die vorhin angerufen hat, hat auch nicht behauptet, dass die Freundin lesbisch ist, sondern sie hat überlegt, dass sie vielleicht lesbisch sein könnte. Bist du denn diejenige, die neben der Freundin lag und sich selbst befriedigt hat? Ja. Mhm. Und ich bin nicht lesbisch, wollte ich dann nur sagen. Ja. Sondern wenn ich lesbisch sein würde, dann auch nur für sie. Und sie ist auch... Also du hast deine Freundin schon sehr gerne. Ja. Ja. Das habe ich schon. Mhm. Aber richtig lesbisch würde ich mich auch nicht bezeichnen. Mhm. Aber du würdest dich schon auf deine Freundin näher einlassen, auch erotisch und sexuell. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, also ich wollte mich eigentlich nur bei ihr entschuldigen. Mhm. Ich habe gedacht, dass ich sie schließe. Ja. Also du wirst dich entschuldigen, dass du zu nah an sie herangetreten bist. Ja. Und du bist aber auch daran interessiert, dass eure Freundschaft weiter bestehen bleibt. Ich glaube nicht, dass sie noch mit mir sprechen würde.
Ich glaube schon. Also sie hat auch vorhin auch gesagt, dass sie sehr, dass sie dich sehr mag und dass sie weiter Kontakt haben möchte. Wir sind auch also familiär mich befreundet. Bitte? Meine Mutter ist die beste Freundin von meiner Mutter. Mhm. Und wir haben auch so über unsere Eltern quasi viel Kontakt. Also ich glaube, Sandra oder wie immer du heißen magst, du hast dich jetzt mit einem anderen Namen gemeldet, das habe ich gemerkt. Dass du dir da keine Sorgen machen musst. Ich glaube, dass deine Freundin dich nach wie vor sehr, sehr mag und wertschätzt. Und ich finde, ihr beide solltet mal jetzt vielleicht telefonieren miteinander. Ihr seid ja beide wach. Ich weiß nicht, wo die ist. Sie war vorhin bei mir. Ach so, na gut, dann telefoniert ihr morgen mal miteinander. Ich glaube, dass die Sache ganz gut aussieht, auch für eure Freundschaft. Und was so das Intime und das Nahe angeht, lasst das mal sich allmählich entwickeln. Da würde ich mich gar nicht unter Druck setzen lassen. Auch nicht so von den eigenen Erwartungen. Ich wünsche euch alles Gute, euch beiden. Und gut, dass du es nochmal klargestellt hast. Mhm. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Sabine dran und die ist 27. Ja, schönen guten Abend. Hier spricht die Sabine. Sabine, guten Abend. Ja, mein Problem ist, ich bin seit circa 2 Jahren alleine mit meinem Sohn. Mhm. Der ist jetzt 3,5. Und habe jetzt seit Dezember eine Bettbeziehung geführt. Mhm. Und jetzt seit 5-6 Wochen habe ich also einen festen Freund. Sabine, ich bitte dich auch näher an den Telefonhörer zu gehen. Die Leitungen sind heute irgendwie alle nicht so ganz doll. Okay. Und ja, also wie gesagt, dann habe ich natürlich die Bettbeziehung beendet. Mhm. Aber ja, in den 6 Wochen bin ich einmal rückfällig geworden, sprich einmal mit meiner Bettbeziehung nochmal ins Bett gegangen. Mhm. Ich habe meinen Freund also sehr gerne, möchte ihn auch nicht verlieren. Mhm. Aber, ja. Warum bist du dann rückfällig geworden? Ja, weil mir schon bei meinem Freund was fehlt. Was fehlt dir denn bei ihm? Ja, die Zärtlichkeiten. Mhm. Ja, halt der schöne Sex, sag ich mal, wo ich halt auch, wo es auch mal um mich geht. Ja, also dein Freund ist nur dann interessiert, dass er seinen Spaß hat und dann dreht er sich rum und schnarcht. Mal übertrieben ausgedrückt. Ja, so ungefähr. Mhm. Hast du deinem Freund denn mal gesagt, dass du damit nicht so zufrieden bist? Nee. Würde ich aber mal machen. Ja, das Problem ist einfach, dass also in den 6 Wochen, die wir jetzt zusammen sind, ich also nicht einmal zum Orgasmus gekommen bin und ich spiele auch keinen vor, also ist ganz klar für mich. Ich habe natürlich Spaß mit ihm, gar keine Frage, nur mir fehlt schon was. Und ich bin jetzt wieder so nah dran, wieder mit meiner Beziehung ins Bett zu gehen. Mhm. Was hält dich denn dann überhaupt an diesem Freund, wenn dieser ganz elementare Bereich der Erotik für dich so unbefriedigend ist? Was mir an ihm gefällt? Ja, und was dich an ihm hält? Ach, was mich an ihm hält? Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht hab einfach keine Lust mehr, allein zu sein. Mhm. Er gefällt mir schon als Mensch, überhaupt kein Thema. Ne? Aber nur um nicht allein zu sein, ist das natürlich eine schlechte Lösung, sich dann irgendjemanden, ich sag jetzt mal provokativ, irgendjemanden zu nehmen, obwohl man mit dem gar nicht groß zufrieden ist. Nee, es ist ja nur das Sexuelle. Mhm. Also ansonsten, sag ich mal, funktioniert es ja wirklich sehr gut. Wir verstehen uns sehr gut, aber... Trotzdem glaube ich, Sabine, dass das keine guten Vorzeichen sind. Wenn du jetzt nach 6 Wochen schon rückfällig geworden bist... Und mir jetzt sagst, dass du planst, die alten Geschichten da wieder aufzuwärmen, glaube ich nicht, dass das eine gute Grundlage ist für eine Partnerschaft, eine Beziehung. Das sehe ich genauso, ja. Ne, das Ganze fängt mit einer Lüge dann schon an. Mhm. Deswegen würde ich da sehr, sehr, sehr streng in mich gehen, an deiner Stelle, und überlegen, ob das der richtige Partner ist. Und dann vielleicht in Kauf nehmen, wieder eine Weile alleine zu sein, bis der Richtige, der wirklich Richtige kommt. Ja gut, das Problem ist einfach, ich meine, meine Bettbeziehung, den habe ich gern, aber den liebe ich nicht. Mit dem würde ich auch nie fest zusammen sein. Nein, das Ideal ist natürlich, wenn man beides findet, ne? In einer Person vereint. Ja. Ah, Sabine, ich kann ihn nicht zaubern im Moment. Ich würde ihn dir schicken, wenn ich einen hier unterm Tisch liegen hätte. Das wäre schön, ja. Wir müssen, jetzt die Sendung ist zu Ende, wir müssen gleich Schluss machen. Okay. Ich wünsche dir viel Erfolg und geh da in dich, ne? Ja. Ob du das weiterführst. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Leo Scholten. Und unser Thema morgen heißt Fremdgehen finde ich gut. Wie findet ihr das? 1 Uhr, Radio 1 live. 1 Uhr, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und faxen. Schöne Nacht, bis morgen. Ciao.